Jetzt bei uns zu Gast Martin Hieden. Er ist 24 und vielleicht für die weiblichen Fans besonders interessant, er ist noch ledig. Und zuletzt war er tätig für die beiden großen Rivalen von Rapid, nämlich dem SV Salzburg und SK Sturm Graz. Ursprünglich warst du ja nicht als Libero vorgesehen, wie du zu Rapid gekommen bist. Deine Stammposition ist Manndecker. Ja, also das habe ich eigentlich irgendwie schon von klein auf gespielt, also in der Abwehr. Aber ich kann auch sagen, dass ich eigentlich in der Abwehr wirklich alles spielen kann. Und also die Lieblingsposition ist einfach der Manndecker. Aber wie gesagt, also ob ich jetzt einmal Libero spielen muss oder Manndecker, also ich stehe im Dienst der Mannschaft und im Defensivbereich eigentlich bin ich für jede Position fast einsetzbar. Martin, was mich interessiert ist, wie kommt denn ein Fußballer zu seiner Position? Sucht er sich die selber aus oder stellt sich die dann erst im Laufe der Zeit heraus? Ja, es ist verschieden, glaube ich. Manche also sagen schon von klein auf, ja, ich bin Stürmer oder ich bin jetzt im Mittelfeld. Bei manchen sieht man das Spielen bis zum 15., 16. Lebensjahr am Feld und machen dann eine große Tormann-Karriere. Aber für mich war es eigentlich von klein auf schon, dass ich einfach im Defensivbereich, sprich Abwehr oder Libero, gespielt habe und eigentlich wirklich von Kindheit auf schon angelernt habe, dass ich einfach lieber im engen Kontakt mit den Mitspielern bin, Zweikämpfe suche und von da an eigentlich immer schon gesagt, dass ich werde irgendwo im Defensivbereich hoffentlich eine Karriere machen. Gibt es da ab und zu bei dir so Gedanken wie Helden können immer nur die Stürmer werden, weil die schießen die Tore oder maximal noch der Tormann, weil der verhindert sie konkret, aber die Verteidigung muss einfach immer da sein, ist aber nie wirklich der Held eines Spiels? Naja, also ich bin absolut so ein Spieler, der sagt, dass ich auch nicht absolut in den Vordergrund stehen möchte, dass ich jetzt jeden Tag in den Zeitungen oder was. Ich bin damit abgefunden, dass ich ein ruhiger Spielertyp bin, aber am Feld einfach, Fußball ist ein Mannschaftssport, kein 18, 19 Leute dazu. Und da ist genauso wichtig, ein Verteidiger, ein Tormann, ein Stürmer. Ist klar, dass die Leute, was die Tore schießen oder die Tore verhindern, also wie ein Tormann, mehr im Mittelpunkt steht wie ein freideutscher Manndecker. Aber ich bin damit abgefunden und das ist für mich absolut kein Problem. Bist du auf dem Spielfeld der gleiche Typ wie auch privat? Ja, nicht. Also ich glaube, ab und zu am Spielfeld ist es doch so, dass ich sage, dass ich ein bisschen vielleicht nicht in den Worten sage, dass ich jetzt nicht ausraste oder was, aber dass ich doch eher lauter oder ab und zu ein paar Schimpfwörter gebrauche ich vielleicht auch, aber ich glaube, das braucht jeder Fußballer, weil wenn ich sage, wenn ich jetzt am Spielfeld bin und ich sage nichts und tue nichts, also dann kann man nicht durchsetzen. Also das sind schon ab und zu ein paar kleine Kleinigkeiten, wo ich sage, was ich im Privatleben vielleicht sicherlich nie verwenden werde. Wie bist denn du eigentlich zum Fußball gekommen? War das immer schon ein Traum von dir? Eigentlich für mich war es von klein auf, also ich wäre Fußballer. Also das war also in der Schule schon, dann weiter Schule gegangen, ja, was fährt sie hin? Ja, ich wäre Fußballer. Naja, wieso lacht man halt drüber? Was habe ich mir von klein auf irgendwie in den Kopf gesetzt? Ich wäre Fußballer. War vielleicht damit verbunden, dass die Eltern, also mein Vater auch schon Fußballer war und in der Familie eigentlich sportlich veranlagt. Und ich bin von der Schule heimgekommen, Schulranzen in die Ecken geschmissen und Hof abgegangen und da ist Fußball gespielt worden. Also, und für mich war es eigentlich von klein auf klar, also ich wäre Fußballer. Warst du dementsprechend ein schlechter Schüler? Also ich war sicherlich kein guter Schüler. Also ich war nicht, also, dass ich jetzt von einem Vorzug zum anderen gegangen bin, aber ich bin irgendwie durch die Schule geschummelt halt und also guter Schüler war auf keinen Fall. Nein. Du bist privat ein sehr ruhiger Mensch, aber trotzdem kontaktfreudig, oder? Auf jeden Fall. Also ich sag dadurch, dass ich wirklich eher lockerer Typ bin, eigentlich gesprächfreudig bin, also suche ich auch Kontakt zu anderen Leuten. Und also ich tue mir nicht schwer, dass ich sage, dass ich jetzt absolut keinen Kontakt finde. Also ich bin, glaube ich, so vom Typ her lockerer, zugänglicher und also ich finde schnell Kontakt ja, in der Fremde. Wie verbringst denn du deine Freizeit? Ja, also der Fußball nimmt sicherlich einen Großteil von meiner Freizeit. Also da bleibt nicht allzu viel übrig, dass ich sage, dass ich jetzt ja, morgen gehe und Vormittag Tennis spielen oder am Sonntag mache ich einen kleinen Ausflug oder was. Also der Fußball nimmt sicherlich einen Großteil von meiner Freizeit weg, aber ich bin damit abgefunden und sofern es die Freizeit erlaubt oder der Sport erlaubt, ein bisschen relaxen halt, vielleicht ein bisschen Tennis spielen, aber das ist dann schon alles. Hast du eine Lieblingsspeise?
Also alles, was italienisch, Nudeln, Gerichte, also da bin ich ein kleiner Nudeldigger auf gut Deutsch, aber so, dass ich sage, dass ich jetzt absolutes Lieblingsessen habe, also das habe ich eigentlich nicht. Hast du generell ein Faible für Italien? Ja, Faible eigentlich eher auf die Speise bezogen oder aufs Essen bezogen. Also ist klar, der Fußball in Italien interessiert mich genauso, ich glaube, wie viele in Österreich oder allgemein, aber dass ich sage, dass ich ein Italien-Tiger bin oder was, das ist eigentlich nicht so. Also du verbringst nicht unbedingt jetzt jeden Urlaub in Italien? Nein, auf keinen Fall. Also ist klar, dass man von Graz aus sehr schnell in Italien unten ist, aber dass ich sage, dass ich jetzt jede freie Minute dort unten verbringe, demnach ist es nicht so. Dein größter sportlicher Erfolg bisher war was? War sicherlich der Meistertitel mit Salzburg. Also das war dieses Jahr, also das erste Jahr in Salzburg, war wirklich da hinkommen als 21-Jähriger, als Nobody, also in einer Truppe, die war im UEFA Cup Finale, war eigentlich alle Stars, waren eigentlich von dort von Anfang an durchgesetzt und dann ist gekommen Champions League und ein Meistertitel drauf. Also das Jahr war bis jetzt eigentlich kaum zu überbieten. Du warst bei Sturm Graz, du warst bei Austria Salzburg, du bist jetzt bei Rapid. Das sind sicher drei Mannschaften in Österreich, die die fanatischsten Anhänger haben. Kannst du dich da jedes Mal wieder neu drauf einstellen? Sicherlich, also ich sage, der Fußball lebt auch vom Publikum. Also ich sage, ich spiele lieber vor 20.000 Leuten, was gegen mich sind, als wenn ich vor einem leeren Stadion, also mit 500 oder 1.000 Leuten spiele. Also es ist schon, also wenn eine Stimmung ist, wenn ein Wirbel ist, das beflügelt einen oder das motiviert einen. Und nein, also die Zuschauer, also ob es jetzt in Graz oder Salzburg oder wie da in Wien, das ist sind super und sie stehen auch, glaube ich, zum Großteil. Obwohl man sagen muss, wenn es nicht läuft, wie überall halt, kommen halt die Stimmen hervor, aber damit lebt der Fußballer, aber die Fans so im Allgemeinen sind fantastisch, ob sie wirklich Graz, Wien, Salzburg, das passt. Gibt es noch Identifikationen für dich mit zum Beispiel Graz, dass du dir ab und zu denkst, naja, lieber würde ich schon noch bei Graz spielen? Nein, auf keinen Fall. Wie gesagt, ich bereue bis jetzt kein Schritt, was ich bis jetzt in meiner noch jungen Karriere gemacht habe. Ob ich jetzt gegangen bin nach von Graz nach Salzburg oder wieder von Salzburg zurück nach Graz. Also mich dazu entschlossen und bereue es bis jetzt absolut nicht. Wunderbar. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft bei Rapid? Verstehst du das mit allen gut? Ja, also da gibt es absolut nichts. Also es sind keine Klickenbildungen oder irgendwas. Da ist jeder für jeden da, da wird gesprochen, da werden Schmähs gemacht. Und die letzten Ergebnisse haben sicherlich einen Großteil dazu beigetragen, dass das Klima jetzt noch besser ist und es passt eigentlich derzeit alles. Also die Neuen wurden gleich aufgenommen in die Mannschaft, gleich integriert? Ja, eigentlich, weil erstens vor der Sprache hat es keine Probleme gegeben und da ist gleich wieder alles wieder anders. Das ist sowieso auch etwas, was mich prinzipiell interessiert. Kannst du uns etwas darüber erzählen, wenn man als Spieler Auslandwünsche hat und dann zum Beispiel nach Italien geht? Weißt du da etwas, kriegt man da einen persönlichen Dolmetsch beigestellt oder muss man im Schnellsiedekurs Italienisch lernen? Ja, also am Anfang wird man sicher eine Person kriegen, die was für die Großteil dolmetscht. Aber ich sag, wenn man ins Ausland geht und das Wichtigste ist ja einfach, dass man sie verständigen kann, dass man die Sprache kennenlernt, weil es ist jetzt, ob es jetzt nachher dort irgendwo im Privatleben ist oder dann am Spielfeld oder allgemein, wenn man die Leute nicht versteht, das ist einfach nur mit Deuten oder was geht es einfach nicht. Das Wort. Ein großes Problem war sicherlich, wie der Giannini jetzt in Graz bei uns war, eigentlich, dass er einfach die Sprache nicht so erlernt hat, dass er sie einfach mit uns verständigen kann. Obwohl man sagen kann, vom Fußballischen her braucht man über ihm nichts sagen, aber es war doch eine kleine Barriere. Man sagt mit der Sprache, man hat nur deuten können, haben oft schon mehr, ein paar Wörter mehr können, Italienisch wie Deutsch, aber ich sage, die Sprache ist sicherlich ein ausschlaggebend für einen Fußball, wenn man ins Ausland geht. Der Sammy Ipur spricht ja nur Französisch. Funktioniert da die Kommunikation? Ja, also er ist sicherlich fleißig am Lernen dabei. Versteht er sicherlich das eine oder andere schon, aber der Andi Herauf kann sehr gut Französisch. Das ist sicherlich eine kleine Hilfe, aber er ist im Kommen, also mit der mit Sprachverständnis und wie man sieht, derzeit, da gibt es keine Probleme. Was sind deine Ziele fußballerisch gesehen? Ja, Ziele, also jetzt einmal in Wien, also mich zu etablieren, Stammplatz behalten, jetzt das erste Mal Nationalteam, vielleicht schauen nächsten Jahre, dass man ein bisschen hineinschnuppert, sich vielleicht dort auch etabliert, dort einen Stammplatz zu ergattern und
nähere Ferne sicherlich einmal einen Sprung ins Ausland zu schaffen. Am liebsten nach Italien wegen der Nudelspeisen? Nein, also so schön es dort ist, aber also ich habe eher eine Vorliebe gesagt, dass ich so England wäre doch für mich also mein Traumland im Fußball. Mit der englischen Sprache wird es gleich klappen? Ja, also ich sage, also ich kann mich soweit auf Englisch, wenn ich auf Urlaub bin, sage ich soweit verständigen, dass ich eigentlich, dass ich dort auskomme, ist klar, dass man dann dazu wieder von neu auf anfangen muss, ist doch wieder ein anderer Dialekt oder was, aber das wäre, glaube ich, mein nächstes Problem. Kannst du dir prinzipiell vorstellen, Trainer zu werden? Eher nicht, also ich bin okay, ich sage vielleicht im Jugendbereich irgendwas, aber das ist so, dass ich jetzt sage, dass ich jetzt später irgendwo höhere Aufgaben als Trainer, also bin ich, glaube ich, nicht der Typ dazu, aber und will ja eigentlich gar nicht. Bist du zu ruhig? Vielleicht, dass ich vielleicht zu ruhig bin, aber ich habe eigentlich gar keinen Drang danach, dass ich sage, dass ich jetzt unbedingt noch ein erfolgreicher Trainer oder was. Ich schaue mir das nachher vielleicht später mal von der Tribüne aus an, und es wird auch amüsant sein. Gut, im Moment ist es auch noch gar nicht interessant. Wir wünschen dir besonders alles Gute fürs Nationalteam und für deine weitere Karriere. Danke. Danke.